herzlich willkommen zu diesem Infovideo hier auf dem südasmeralischen Fernsehen. Und wir haben heute etwas zu besprechen. Nämlich, wir haben was ganz Wichtiges. Ihr wundert euch bestimmt, wer gerade dieser Typ ist hier, der mit mir. Nee, das wundert sich keiner. Ich bin da weltweit bekannt. Genau, ist ein ganz lustiger Typ mit ganz vielen lustigen Freunden von dem ganz, ganz lustigen YouTube-Kanal, den ich schon sehr, sehr lange verfolge, der unter anderem auch aus Sachsen kommt. Und die sind alle so herzlich zu mir gewesen die ganzen Jahre. Viel in Kontakt gewesen, viel hat sich aufgebaut und langsam habe ich mir die Frage gestellt, du wirst gerade so viel mit dem Unternehmen, was würde passieren, wenn ich denn zu diesem Team mit hinzukommen würde? Die Rede ist von Philips Gaming, ihr seht es im Bild. Was hat denn der Philipp jetzt dazu zu sagen? Philipp ist übrigens der Gründer von Philips aus dem Jahr 2012. Richtig. Und gleichzeitig natürlich auch der Chef der 5-Mann-Truppe zurzeit noch. 5-Mann, genau. Also, ja. Also 5 und Philipp. Ne, 4 und Philipp. 4 und Philipp. 4 verrückte Leute und Philipp heißt aktuell das Logo. Genau. Ne, also auf jeden Fall, Cedric kenne ich jetzt seit 2013, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und in letzter Zeit ist er durch dieses Eurotruck-Simulator und bei uns das Problem, wir haben auch so Probleme, ein bisschen Multiplayer zu finden. Mit Cedric wird das immer so schön klappen. Das haben wir schon öfters mal angefragt. Kann man denn mit dir ein bisschen was aufnehmen? Da ist jetzt mal die Frage, wäre es denn vielleicht sinnvoller, wenn wir halt noch mehr zusammenarbeiten als nur kanalübergreifend? Das heißt also, ein Kanal zusammenarbeiten. Würde für euch Zuschauer jetzt bei Südasmoral dieses Fernsehen bedeuten, dass da eine kleine Trennung reinkommen würde, weil Cedric bringt ja aktuell genau. Wetter und Gaming. Genau. Richtig? Genau, und meine Überlegung war es, und da habe ich auch heute uns schon mehrere Stunden mit dem Team Philips Gaming unterhalten, wie man das denn dann bei mir regeln kann. Bei mir sind nämlich gerade zurzeit 14 Projekte, verschiedene Projekte am Laufen. Ich glaube, 6 davon sind noch in Planung, der Rest läuft gerade aktuell, 2 was ist in Pause, also pausiert. Ich habe jetzt einen Upload-Plan, ich lade so gut wie möglich jeden Tag 3 Videos hoch und das wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch wieder ein bisschen dezimiert, weil mir die Zeit dazu fehlt. 2 Videos am Tag werden da wahrscheinlich jetzt erstmal nur kommen, bis es zu diesen Vorschlag von uns kommt. Also erstmal grundlegend, was passieren würde. Ich würde auf dem südasmoraltischen Fernsehen nur noch Wetter Themen hochladen. Ich werde da eine neue Rubrik einrichten, die sich da nennt, also neben dem Wetter-Update, was wahrscheinlich jetzt jeden Sonntag dann auch kommen würde, würde es dann eine Rubrik geben, was ist eigentlich Wetter und Klima? So, dass man den Kanal so weiter vorantreibt. Ich habe es nicht vor, alle Videos seit dem Beginn unserer Karriere 2013 zu löschen. Das würde ich auch nicht machen. Die bleiben vorhanden, die können sich auch alle angucken. Es ist einfach nur ein kleines Catchen drin. Und das gilt jetzt eigentlich nur als Infovideo. Das Einzige, was dazu bleibt und was dazu noch kommt, wegen der Community mit Operation zusammen, sind Infovideos zu dem Community-Server von Minecraft. So. Der Rest, der wird irgendwie alles mit eingeplant in den Sendeplan bei Philips Gaming. Genau, das heißt also, unser Sendeplan wird da komplett um den Haufen gehauen. Wir würden alles verändern. Mehr Multiplayer-Projekte, das ist eigentlich Sinn, da wir dann im Endeffekt 6 Leute sind. So, ein Multiplayer, finde ich, ist im Moment meine Meinung, macht mehr Spaß zum Anschauen, weil allein durch die Interaktion fühlt sich auch der Zuschauer, das heißt also ihr zu Hause jetzt vom Bildschirm, mehr mit dem Spiel geschehen. Und ist auch für uns lustiger als dieses öde vorm Bildschirm sitzen und Selbstgespräche führen. So ist meine Meinung dazu. Und mit Cedric. Wir verstehen uns super, also es hat eigentlich alles nur Vorteile. Jetzt seid ihr gefragt. Genau, ihr seid gefragt. Ihr könnt in den Kommentaren tippen, was das Zeug hält. Kannst du wieder so eine schöne Umfrage machen? Ja, ich werde auch, wenn ich dran denke, eine Umfrage stellen. Ich denke wahrscheinlich auch dran, zu 90%. In der Videobeschreibung sowie in den Kommentaren befindet sich ein Link von Strawpoll, wo ihr eine Umfrage teilnehmen könnt, ja oder nein. Ja, wenn es Einwände dazu gibt oder Vorschläge dazu, genau. Schreibt es unten in die Videokommentare. Genau.
Und schaut natürlich auch gerne mal bei Philips vorbei, damit ihr mal wisst, was gleich der Das neue iMac stimmt. Der macht. Link, den schreibe ich auch mal unten rein, dass ihr euch schon mal einen Eindruck machen könnt, wie das zurzeit dort alles abläuft. Ja. Also, ihr braucht jetzt nicht geschockt sein, dass es jetzt schon nächste Woche weggeht. Das wird höchstwahrscheinlich August, September Ja, also 2016 ist das der so. Übergang, wir hatten uns jetzt so gedacht, falls wirklich alle Ja sagen, könnte man sozusagen die Gamescom als großes Philips neue Restart oder unter dem Hashtag Rechteck, weil wir dann vier Leute werden, die aufnehmen, sozusagen neu starten. Also das sind unsere blöden Gedanken im Kopf. Jetzt Genau. seid ihr gefragt. Eine Schweigesekunde war das. Ja, das war eine Schweigesekunde, das ist immer sehr unangenehm. Ja, genau. Oh. Ja, da kommt noch eine. So, willst du noch was dazu sagen oder war's das jetzt? Na, eigentlich war es das jetzt, aber ich weiß es Na auch dann. nicht. Ne? Na doch, dann war's das jetzt. So Ja? wie wir es jetzt quatschen, bleibt es so, ganz einfach. Genau, mach mal Schluss, oder? Ja, machen wir Schluss. Ja, wird Machen wir Schluss Schluss, sein, ja, oder? fertig, alles finito, macht das so, haben wir Also, vor und fertig ist. schön hier, dass den Abo-Button trotzdem gedrückt halten. Bitte niemand auf den Deabonnenten-Button drücken, der nicht existiert. Richtig. Und wenn ihr das machen wollt, dann schreibt es also in die Kommentare, warum ihr das machen wollt. Genau, weil der Kanal wird ja weitergeführt, der ist ja jetzt nicht offline, ne? Der wird eben nur als reiner Wetterkanal weitergeführt und ja, da freuen sich die Russen. Okay. Das versteht jetzt Philipp nicht, aber ich habe sehr viele russische Abonnenten. Echt? Ja. Alles immer zu hoch. Ich glaube, Cedric, das reicht. Ja, die sind alle nur wegen dem Wetter hier. Alle nur wegen dem Wetter. Ja, genau. Oh, das scheiß Wetter in Deutschland. Okay, ich bin raus. Das ist mir zu viel. Moderier mal ab. Ja, genau. Ich moderiere jetzt ab. Tschüss. Bye bye. Euer Cedric vom südostmoralischen Fernsehen. Noch vom südostmoralischen Fernsehen. Oh. Bin mal gespannt auf eure Entscheidung. Das waren jetzt 7 Minuten gespannter Ladung. Mit mir und dem Philipp. Ciao, ciao.